Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose, die zweite und dritte Liga, wie immer in Kombination. Die Timelinks seht ihr hier, ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr in den Kommentaren fleißig mittippen würdet. Ja, auf jeden Fall, sonst danke fürs Reinschalten. Los geht's mit der zweiten Liga, mit Bielefeld gegen Duisburg, und bleibt fair in den Kommentaren. Sowohl Arminia Bielefeld als auch der MSV Duisburg müssen momentan aufpassen, nicht zu sehr in den Abstiegsstrudel zu geraten. Die Gäste aus Duisburg hatten hier aber erstmal auf der Alm die bessere Anfangsphase. Die erste Möglichkeit, weil Klose den Ball nicht geklärt bekommt. Das ist dann Iljutschenko, der den guten Pass auf Moritz Doppelkamp spielt und das erste Saisontor für den lange verletzten Mittelfeldmann führt zum 1:0 in der 10. Spielminute. Genialer Ball von Iljutschenko. Und so stand es dann früh in der Partie zugunsten der Duisburger. Es gab dann die Möglichkeit hier für Engin zum 2:0. Er stand aber auch im Abseits. Andererseits auch Klevin wäre sonst da gewesen. Haarscharf, aber die richtige Entscheidung in dieser Situation. Dann kam auch mal die Gastgeber. Klaus mit der Flanke und Hartherz kommt da mit einer durchaus ansehnlichen Volleyabnahme zur Schau. Der Ball ging dann aber direkt auf den Keeper, auf Mesenhöhler. Dann der zweite Durchgang. Iljutschenko wieder sehr auffällig. Sukuta Pasu mit dem Abschluss nach einer knappen Stunde. Aber direkt auf den Mann. Die Vorentscheidung sollte also noch nicht gefallen sein. Und dann die Möglichkeit für Bielefeld. Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende. Hartherz über die linke Seite. Bringt die Flanke und Staude kommt da tatsächlich sogar ran. Werden wir in der Wiederholung sehen. Ist derjenige, der den Ball als letztes berührt, aber der geht dann doch recht deutlich am Kasten vorbei. Schon fast die Nachspielzeit angebrochen. Noch einmal Bielefeld. Hartherz ist im Strafraum. Die Flanke ist dann aber nicht so gut. Trotzdem die Situation noch nicht geklärt. Prietl legt nochmal auf. Das ist Vogelsamer und Tom Schütz mit der letzten Möglichkeit. Luke Hoki eben übrigens. Derjenige, der ebenfalls beteiligt war, dann Tom Schütz, der schießt die letzte Möglichkeit am Kasten vorbei. Duisburg gewinnt durch den frühen Treffer von Moritz Doppelkamp mit 1:0. Am Ende ist es etwas schmeichelhaft, die Bielefelder konnten ihren Schlussdruck aber nicht in ein Tor ummünzen. Beim Spiel Greuther Fürth gegen Magdeburg war es erst ein verschossener Strafstoß, der diese Partie fast bis zum Ende prägen sollte. Dann aber in der 94. Minute David Atanga mit dem Lucky Punch, steht genau richtig, haut das Ding rein zum 1:0 Siegtreffer für die Fürther. Magdeburg wartet damit weiterhin auf den zweiten Sieg und steht damit weiterhin auf den direkten Abstiegsrängen. Sandhausen erarbeitet sich jeden einzelnen Punkt bislang in dieser Saison absolut mühselig. Es läuft nicht rund. Sogar ein Trainerwechsel musste schon her. Für Sandhausen sehr ungewöhnlich. Und auch diese Fehler hier, trotzdem müsste man abschalten. Egal unter welchem Trainer. 10. Spielminute, die erste Möglichkeit für Kiel. Lee kann es aber nicht ausnutzen. Das Verlaat den Ball nicht geklärt bekommt. Lomp ist da und pariert den Ball richtig stark. Etwas mehr als 20 Minuten dann gespielt, auch mal die Sandhäuser nach vorne unterwegs. Das ist Rui Gislason, taucht alleine vor Kronholm auf und muss das Ding eigentlich reinmachen. Kronholm beschwert sich da zu Recht bei seiner Verteidigung, aber trotzdem, so ein Ball muss einfach sitzen, der war zu unplatziert geschossen. Vor der Pause war dann nochmal die Störche, Kinzombi und Lee im Zusammenspiel, das ist richtig gut gemacht. Kingsley Schindler dann mit dem Abschluss und der Pass perfekt. 4. Saisontor für den Flügelstürmer. Der ist nicht knallhart geschossen, aber eben platziert. Lomp kann nicht parieren. Es stand zur Pause also 1:0 und die Störche wollten hier noch einen drauflegen, direkt nach der Pause. Schindler mit der Flanke und Serra testet mal Lomp. Der kann den Ball aber ganz locker festhalten. Dann wurden die Gäste stärker. Guter Ball auf die linke Außenbahn, auf Schleusner. Der stand nicht im Abseits und da ist Philipp Klingmann und macht das 1:1. 53. Spielminute, die Gäste waren wieder in der Partie, die erste Möglichkeit im zweiten Durchgang. Und dann so ein Kopfstoß, der ganz gut reinpasst gegen die Laufrichtung. Und Kronholm kann dann dagegen nichts mehr machen. 20 Minuten noch auf der Uhr. Die Kieler waren aber weiterhin die bessere Mannschaft. Johannes Vandenberg muss hier einfach das 2:1 machen. Und dann wären wohl alle Sorgen vergessen gewesen.
Diesen Nackenschlag hätte Sandhausen sicherlich nicht mehr verkraftet. Jetzt kamen sie aber selber zu dieser Kontermöglichkeit. Kiel wollte auch auf den Sieg gehen und Sandhausen dann. Corbinian Vollmann wird nicht angegriffen, hat auch keine Gegenwehr. Kommt keiner hinterher und in der 86. Spielminute macht er sein erstes Saisontor und damit das 2:1. Doch die Partie war noch nicht vorbei. Eine Möglichkeit sollte es für Holstein Kiel noch geben, hier zumindest einen Punkt zu Hause im Holstein-Stadion behalten zu können. Das ist dem über die rechte Außenbahn. Schindler, Kingsley Schindler und die Sensationsparade von Lomb. Da fährt er den Arm aus, reagiert blitzschnell und hält damit den Dreier für Sandhausen fest. Die Gäste gewinnen zum dritten Mal in dieser Saison. Etwas glücklich ist es im Endeffekt, aber sie waren mal wieder sehr effektiv, was man in der Vergangenheit von ihnen zu selten gesehen hatte. Der VfL Bochum konnte im Spiel gegen Erzgebirge Aue bereits in der 8. Spielminute mit 1:0 in Führung gehen. Da war es Anthony Lozier mit einem schönen Schuss, der perfekt reinpasste. Da war dann im Endeffekt nichts mehr zu halten. Es gab aber den Ausgleich in der 18. Spielminute. Jan Hochscheid, auch ein sehr guter Abschluss. Manuel Riemann kann gar nicht mehr reagieren aus kurzer Distanz. Gegen diesen straffen Schuss ist er ohne eine Möglichkeit. Und FC Erzgebirge Aue konnte sogar in Führung gehen, noch vor der Pause. 30. Minute, Philipp Riese, super Abschluss, passt perfekt. Auch da ist Riemann wieder ohne jene Möglichkeit. Doch es gab in der 66. Minute einen Konter. Sydney Sam nutzte das aus und machte das 2:2. Das bedeutete im Endeffekt auch den Endstand. Aue wartet auf den 5. Sieg und der VfL Bochum möchte trotzdem nicht so richtig zufrieden mit diesem Punktgewinn sein. Der 1. FC Köln konnte sich den Frust von der Seele schießen. Nach der 1:0-Pleite gegen den Hamburger Sportverein konnten sie vor der Länderspielpause Dresden mit 8:1 aus dem Rhein-Energiestadion schießen. Jetzt konnten sie hier gegen Darmstadt auch durchaus vernünftig in diese Partie starten. John Córdoba mit der ersten Möglichkeit per Seitfallzieher versucht das da sehr artistisch, den Ball über die Linie zu bringen. Aber Heuer Fernandes kann den Ball locker vom Balljungen an der Seite aufnehmen. Aber die Gäste waren hier spielbestimmt, ganz klar. Córdoba, Risse, Hector legt quer und da ist Luis Schaub und der machte das 1:0. Hector konnte wieder dabei sein, glücklicherweise. Und das dritte Saisontor für Schaub. Klasse Abschluss, der passt einfach perfekt. 23. Minute jetzt und wieder der 1. FC Köln. Von Darmstadt kam einfach nach vorne viel zu wenig, nahezu gar nichts. Höger und der Abschluss, aber Heuer Fernandes macht das überragend. Klasse Reaktion vom Schlussmann der Lilien, der hier seine Mannschaft vor Schlimmerem bewahrte. Dann gab es auch mal eine Angriffsaktion. Der Gastgeber, Melem ist das, bekommt von Heller den Ball, schießt den dann aber doch recht deutlich am Kasten vorbei. Doch nochmal die Möglichkeit vor der Pause für Darmstadt auszugleichen. Das ist Marcel Heller und Sensationstat von Timo Horn. Was für eine Parade, wie er den da rausfischt. Ist auch ein bisschen Glück dabei trotzdem. Das ist Weltklasse, wie er den noch rausfischt. Und Darmstadt war jetzt wirklich kurz davor, das 1:1 zu erzielen. Das ist Melem wieder. Nimmt das Risiko an, schießt den Ball aber dann doch wieder am Kasten vorbei. Was war jetzt mit der Elf von Markus Anfang los? Lange nach vorne nichts mehr gesehen. Und dann kam sie zu diesem Angriff in der 57. Spielminute. Höger, Risse, legt quer, Schaub mit dem 2:0. Doppelpack für ihn. Und dann doch irgendwie die Vorentscheidung. Auch wenn Darmstadt das in den letzten 20, 30 Minuten richtig gut machte, das Tor erzielte der 1. FC. Dann mit Dojevic, der wieder verzweifelt an Timo Horn. Klasse Tat, eine Riesenpartie des Kölner Schlussmannes mit der super Reaktion in der Szene. Und der 1. FC Köln, war jeder Schuss ein Treffer, das ist Marco Höger. Marco Höger, nein, diesmal nicht. Es stand weiterhin 2:0 und trotzdem, die Lilien gaben sich nicht auf und spielten immer noch weiter nach vorne. Die Elf von Dirk Schuster sehr leidenschaftlich an diesen Tage. Die Flanke kommt, Dursun per Kopf und wieder Timo Horn. Da fehlen einem dann auch irgendwann die Worte, diese Leistung zu beschreiben. Riesentag des Kölner Schlussmannes. Dann kam noch einmal der 1. FC Köln, keine 10 Minuten mehr zu spielen. Da wird Hector nicht angegangen und Córdoba macht das Ding rein. In der 84. Spielminute macht er das 3:0 und damit alles klar. Der 1. FC Köln gewinnt mit 3:0 gegen Darmstadt, deutlich zu hoch am Ende.
Darmstadt hätte die Möglichkeiten einfach reinmachen müssen, aber sie scheiterten an einem perfekt aufgelegten Timo Horn, der dadurch das 3:0 für den 1. FC Köln erst möglich machte. Der SSV Jahn Regensburg spielt wieder eine richtig gute Saison und jetzt kam der FC St. Pauli in die Continental Arena. Und die Hamburger Gäste sind ja auch durchaus gut in der Saison aufgelegt. Das ist Fährmann mit Neudecker im Zusammenspiel. Fährmann nimmt den Ball klasse mit. Und das 1:0 in der 13. Spielminute für die Gäste. 5. Saisontor für den Niederländer. Wie er den Ball hier mitnimmt, ist stark. Dann kommt der direkte Abschluss. Und Pentke sieht dann im Endeffekt nicht so ganz glücklich aus in dieser Situation. Es gab aber die Möglichkeit zum Ausgleich. Hier ist es Correa. Der trifft aber nur den Pfosten. Pech in dieser Situation für Regensburg. Die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Dann kam wieder der FC St. Pauli. Salah mit diesem katastrophalen Ball. Fährmann mit dem Schuss. Ging dann aber vorbei. Da ärgert er sich. So stark war es jetzt nicht. Zweiter Durchgang. Sörensen kriegt den Ball nicht kontrolliert. Sami Alagui ist im 16er. Legt ihn zurück. Da ist Christopher Buchtmann. Und der macht das 2:0. Bei ihm war auch unklar, ob er überhaupt spielen könnte. Wurde wieder rechtzeitig fit. Zur Sicherheit gegen Heidenheim wurde er noch rausgenommen. Jetzt macht er hier das 2:0. Keine Chance für Penko. Das kam jetzt richtig bitter für die Gastgeber. Buchtmann mit dem 3:0 in der 75. Das hatten jetzt die Gastgeber auch einfach nicht verdient. Sie spielten ebenbürtig mit, aber beim FC St. Pauli war einfach jeder Schuss ein Treffer. Und Penko konnte einem einfach nur noch leid tun. Und es war noch nicht vorbei. 10 Minuten noch zu spielen. Penko bringt den Ball erstmal raus. Neudecker, Fährmann. Und dann geht auch noch so ein Ball rein. Fährmann war noch dran, verlängerte den Ball per Kopf. Hier von Neudecker, der drischt drauf, der wäre wohl vorbeigegangen. Fährmann ist gerade so mit dem Scheitel dran, verlängert ihn gegen den Pfosten und von da prallte der Ball dann rein. FC St. Pauli gewinnt also gegen Regensburg mit 4:0, das ist deutlich zu hoch. Aber im Endeffekt waren sie einfach abgezockt vorm Tor und der SSV Jahn Regensburg schaffte es, nicht einmal Himmelmann zu überwinden. Die Elf von Frank Schmidt spielt wieder eine richtig gute Saison und so war es Dennis Thomaler in der 8. Spielminute, der die Gastgeber eben auch wieder in Führung brachte. 1:0 für Heidenheim, also gegen den SC Paderborn, der hier auswärts nicht so richtig gut auftreten konnte. Kassierten dann in der 57. auch noch das 2:0, 57. Minute Sebastian Griesbeck. Das war dann auch die Entscheidung. Zingerle aus kürzester Distanz ist er dort geschlagen. Jasula verschätzt sich. Und so geht diese Partie 2:0 zu Ende und der 1. FC Heidenheim bleibt mit seiner ungeschlagenen Serie erstmal fortan bestehend. Das Positive, was Dresden mitnehmen konnte vom 1. FC Köln, ist das, was eigentlich immer bewusst ist bei den Gastgebern. Die Fans sind immer auf der Seite ihrer Dynamo-Spieler. Und jetzt kam der FC Ingolstadt, die Schanze ja noch letzter Platz. Und das zog sich ja schon lange in dieser Saison so hin, dass sie einfach nicht gewinnen konnten. Ein Sieg haben sie erst einfahren können. Nach einer halben Stunde dann auch Dresden das erste Mal gefährlich. Das ist Patrick Ebert und der macht auch das 1:0. 31. Spielminute, 2. Saisontor für den Mittelfeldmann, der Gastgeber. Und jetzt stand es eben 1:0 für Schwarz-Gelb. Über die rechte Seite kam dann Ingolstadt nochmal. Almor Cohen, lange war er verletzt. Jetzt brachte er hier die Flanke, durfte von Anfang an wieder auflaufen. Ananu per Kopf, aber zu schwach gegen Schubert. Die zweite Hälfte war dann nicht mehr so spannend. Osave 20 Minuten vor dem Ende bringt Otavio ins Spiel. Da ist der Abschluss von Ananu wohl der auffälligste bei den Schanzern. Aber er stand auch in dieser Situation im Abseits. Naja, Treffer hätte nicht gezählt. Dann kam Dresden nochmal etwas mehr als eine Viertelstunde zu spielen. Patrick Ebert mit der Flanke und da ist der Kopfball von Berko und der geht haarscharf am Kasten vorbei. Von dem 8:1 gegen Köln war einfach nichts mehr zu sehen. Da war die Länderspielpause vielleicht sogar mal ein gutes für die Dresdner. Und jetzt, 10 Minuten vor dem Ende, wollten sie alles klar machen. Benatelli, Kone im Zusammenspiel. Wieder Benatelli, steckt ihn jetzt durch auf Kone und der mit dem entscheidenden 2:0 in der 83. Minute. 7. Saisontor für den Stürmer. Und Dynamo Dresden setzt sich damit weiter ab vom Abstiegskampf. Kann zumindest wieder mal wichtige Punkte sammeln. 21 stehen da jetzt auf dem Konto und verdient am Ende gewinnt Dynamo mit 2:0. Ingolstadt hingegen bleibt unter Alexander Nurin sieglos.
zum Abschluss des 14. Spieltages nochmal ein echtes Topspiel im Volksparkstadion. Der erste FC Union Berlin noch ungeschlagen in dieser Saison, wollte das auch beim großen HSV bleiben. Die erste Möglichkeit hatten auch die Eisernen hier. Abdullahi wird nicht richtig angegangen und Polter kommt dann auch zum Abschluss. Nimmt den direkt, aber Pollersbeck ist da und fängt den ab. Aber nicht ärgern, Sebastian Polter weiter nach vorne spielen. Dann der HSV das erste Mal vorstellig. Holtby und Lasogga im Zusammenspiel. Super jetzt durchgesteckt von Pierre-Michel Lasogga auf Khaled Naray und der macht das 1:0. 19. Spielminute, 5. Saisontor für den Rechtsaußen. Und das Volksparkstadion bebte auch schon gegen den 1. FC Köln am Montagabend. Das Topspiel gewonnen. Jetzt waren sie hier wieder mit 1:0 in Führung und wieder war Lasogga beteiligt. Zuletzt machte er ja das 1:0 gegen den 1. FC Köln bei dieser angesprochenen Partie. Aber es gab in einer halben Stunde eher mehr Möglichkeiten für die Gäste. Und was für welche. Hier ein Pfostenschuss. Schmiedebach hat Pech. Und der HSV eben komplett im Glück in dieser Situation. Vor der Pause aber nochmal die Rothosen. Mangala ist das, wird nicht richtig angegriffen. Kann da leicht durchspazieren, bringt dann den Ball, aber der trifft nur das Außennetz. Naja, so stark war der HSV tatsächlich gar nicht in der Partie, aber sie führten zur Pause und das sollte erstmal reichen. Und die Eisernen hatten noch 45 Minuten Zeit, die erste Niederlage der Saison abzuwenden. Stehen ja auf dem 3. Tabellenrang. Viertelstunde jetzt nur noch zu spielen. Die 2. Halbzeit war wirklich schwach. Aber jetzt zum Ende wurde sie nochmal stärker. Aber der HSV verteidigte jetzt richtig gut. Schauen Sie sich das an, wie Sakai da reingeht. Volles Risiko, aber er wird dafür belohnt. Trifft den Ball gegen Mees. Das ist einfach perfektes Verteidigungsspiel. Doch die Eisernen wurden jetzt zum Schluss nochmal stärker. Über die linke Seite ist das Ken Reichel. Mees und das ist Polter mit dem Abschluss. Und die Dinger muss man machen, wenn man ungeschlagen bleiben möchte. Keine hundertprozentige Möglichkeit. Van Drongelen ist auch noch da, um zu stören. Und der geht dann nur an die Netzhalterung von außen. 5 Minuten noch knapp auf der Uhr. Der HSV wollte jetzt die Entscheidung erzwingen. Sakai mit der missglückten Flanke, was er hinten gut machte, kam nach vorne nicht so richtig gut zur Geltung. Nachspielzeit. Konnte Union Berlin nochmal eine Möglichkeit bekommen. Mees auf Polter. Das ist dann Abdullahi. Der bekommt auch den Abschluss. Aber kein Problem für Pollersbeck. Und das war es dann am Ende tatsächlich. Der HSV zittert sich so ein wenig über die 90 Minuten hinweg. Gewinnt am Ende das nächste Topspiel mit 1:0. Ist damit weiterhin auf dem 1. Tabellenrang. Hat damit schon die 30-Punkte-Marke geknackt nach 14 Spielen. Der HSV gewinnt zum Abschluss des 14. Spieltages gegen Union Berlin mit 1:0. Durch den 4:1-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern konnte der FC Hansa Rostock mal richtig Luft oben im Aufstiegskampf schnuppern. Sie haben bislang 25 Punkte erreicht. Jetzt gegen Lotte wollten sie den nächsten Dreier einfahren. Sie hatten auch die erste Möglichkeit, Königs nach 20 Spielminuten mit dem ersten erwähnenswerten Torschuss. Aber da muss nicht eingegriffen werden. 25 Minuten von der Uhr, dann auch mal die Sportfreunde hier am Freitagabend erstmal auf eine gute Defensivleistung versteift. Dann dieser Schuss von Hofmann ist aber auch abgefälscht, abgegrätscht und wird dadurch dann kaum gefährlich. Sie versuchten es nadelstichmäßig immer mal wieder nach vorne, war tatsächlich gar keiner mehr dran. Der Schuss war einfach nur etwas zu schwach. 5 Minuten vor der Pause, dann nochmal Lotte. Wegkamp muss hier das Ding machen. Gelios mit der überragenden Reaktion ist auch ein Stück weit Glück mit dabei, aber trotzdem fährt er alles raus, was er hat und kann den dann gerade so noch parieren. Zweiter Durchgang, der FC Hansa Rostock wollte jetzt aufs 1:0. Adam Straight und Langlitz. Dietz bringt sich da selbst in Schwulitäten. Das ist dann Marcel Hilsner, wird nicht angegriffen und macht das 1:0. 51. Spielminute, sein 2. Saisontor und die Gäste waren in Führung durch einen dicken Abwehrbock von Dietz. 20 Minuten jetzt nur noch auf der Uhr. Österhellweg mit der Flanke. Da kriegt Rostock den Ball nicht raus. Cueto, Hoffmann nochmal. Cueto ist das, legt auch ab. Gelios hat den Ball dann aber ganz fest in den Arm. Das war ein zu harmloser Abschluss. Es kam
wenig von Lotte bis zum Schluss. Jetzt nochmal die Möglichkeit Österhellweg. Aber auch das wurde dann nichts mehr. Die letzte halbe Möglichkeit der Partie gehörte den Gastgebern, wurde aber nicht belohnt. Der FC Hansa Rostock ergaunert sich so ein bisschen diesen Punkt oder diesen Sieg und die drei Punkte nimmt sie gerne wieder mit ins Ostseestadion und damit setzen sie sich weiter oben fest in der Tabelle. Schauen wir kurz auf die Partie Halle gegen Groß Asbach. Da war es Makana Baku in der 59. Spielminute, der die Gäste in Führung bringen konnte. Es war keine spektakuläre Partie. Es war eher Verteidigen auf hohem Niveau in der 66. Aber Braden Manu zumindest mit dem Ausgleich brachte Halle dann einen Punkt. Stehen damit weiterhin in der oberen Tabellenhälfte. Groß Asbach wird mit diesem Punkt auch sehr gut leben können und das geht unter dem Strich dann am Ende auch in Ordnung. Schauen wir auf die Partie Uerding gegen den VfR Aalen. Da war es Ogusan Kiefke in der 9. Minute mit dem 1:0. Perfekt läuft er da ein, stand nicht im Abseits. Hält er nur noch den Schädel hin und kann das Ding an Bernhard vorbeibringen. Die verdiente Führung für Uerding wurde dann aber ausgeglichen. Marcel Bär in der 22. Spielminute kommt dazu einfach vor Voller zum Schuss. Bleibt dann cool, behält die Nerven und setzt sie dann halb hoch in die Maschen. Vor der Pause gab es aber nochmal einen Treffer und das war auch der spielentscheidende. Stefan Aigner in der 42. mit dem 2:1. Direktabnahme, volles Risiko, wird da auch belohnt. Und somit ist Uerding zurück oder weiterhin auf der Siegerstraße. Nach einer schwachen Phase konnten sie zuletzt gegen Braunschweig gewinnen, jetzt auch gegen den VfR Aalen. Der Tabellenführer aus Osnabrück empfing den FC Energie Cottbus und dass man die Gäste niemals unterschätzen sollte, das ist sicherlich auch Daniel Thune bewusst. Keine 10 Minuten gespielt und die Gäste mit der ersten Möglichkeit und Dimitar Rangelov mit dem 1:0 für den FC Energie. Zweites Saisontor für den Rückkehrer. Super Abschluss aus 16 Metern, lässt er da Körper. Keine Möglichkeit zur Abwehr. Und die Gäste hatten auch die Möglichkeit, hier sogar den nächsten Treffer zu erzielen. Mamba, aber etwas überhastet. Kommt er da zum Schuss. Körber fängt den diesmal ganz einfach ab. Doch Osnabrück auch immer gefährlich nach vorne. Kruse verliert den Ball an Danneberg. Dann ist das Haider. Und der Abschluss von Alvarez ist perfekt. 20. Minute, der Ausgleich war geschaffen. Sein 9. Saisontor sogar schon zu platziert. Spahic kann nur noch hinterher schauen. Und vor der Pause nochmal die Gastgeber. Rennecke über die rechte Seite, wird nicht angegriffen, bekommt die Flanke und Marc Haider steht da in der Luft und macht das 2:1. 40. Spielminute, 4. Saisontor für Marc Haider. Und der Tabellenführer war das erste Mal in dieser Partie in Front. Super Flanke, perfekt getimt. Spahic klebt auf der Linie und kann dann gegen den Kopfball nichts mehr machen. Und es ging im zweiten Durchgang wieder gut weiter für die Gastgeber und zwar so, Marcos Alvarez Doppelpack. Jetzt trifft er zweistellig in dieser Saison. 10. Tor ist es nämlich für ihn. Dementsprechend das 3:1 in der 64. Spielminute. Konnte Cottbus nochmal was anrichten. Sie mussten jetzt aufpassen, dass es hier keine richtige Abreibung gab. Alvarez fast mit dem Dreierpack. Versuchte es aus allen Lagen. Spahic konnte aber abwehren. Das schnelle 3:2 hätte hier nochmal eventuell auch für Spannung sorgen können. Rangelov ist das, der das 1:0 erzielt hatte. Scheitert hier aber an Körber. Der hielt damit dann am Ende das 3:1 fest. Ging unter dem Strich auch in Ordnung. Und der VfL Osnabrück grüßt damit weiterhin hochverdient von der Tabellenspitze. Hat jetzt 33 Punkte nach 16 Spielen auf dem Konto und hat erst einmal verloren. Zuletzt gegen Fortuna Köln konnte sich Unterhaching schon in Schuss- und Torlaune zeigen. Hier war es Dominik Stahl in der 21. Spielminute, der das 1:0 gegen Carl Zeiss Jena erzielen konnte. Und es kam vor der Pause auch noch besser. 45. plus 2. Alexander Winkel steht genau richtig, hämmert das Bällchen ein nach knapp 45 Minuten war das dann auch die verdiente Führung zur Pause eben. Im zweiten Durchgang dann Manfred Starke zum 1:2 in der 64. Gut durchgespielt. Königshofer kann nichts mehr machen. Jena eben auch nicht irgendeine Mannschaft. Steht zwar auf dem 16. Tabellenrang, aber zuletzt konnten sie gegen Starke Wehner mit 3:2 gewinnen. Aber Luca Marseiler stellte den alten Abstand wieder her. 69. Minute, hielt den Fuß hin, brachte den Ball direkt unters Dach. Und damit war diese Partie
entschieden, doch Unterhaching hatte tatsächlich sogar noch einen. Und niemand Geringeres als Stefan Hein war dann der Endtorschütze. 78. Minute, 4:1. Koppens musste viermal hinter sich greifen. Geht zu hoch aus am Ende dieser Partie. Trotzdem, der verdiente Sieger ist Unterhaching, auch wenn das 4:1 eben etwas zu hoch ausfiel. Konnte sich Fortuna Köln jetzt nach zwei Klatschen regenerieren? Erstmal sah es nicht danach aus. Dave Gnase in der 49. Spielminute mit diesem Traumtor konnte auch schon gegen Osnabrück am ersten Spieltag so einen wunderbaren Winkeltreffer erzielen. Hier machte er auch das 1:0 gegen Rehnen. Doch es kam in der 71. Spielminute das 1:1. Moritz Hartmann stand genau richtig, nimmt den Volley ab. Richtig stark gemacht. Da hat er seinen Torjägerinstinkt mal wieder auspacken können. Fortuna Köln kann zwar nicht gewinnen in dieser Partie, holt aber einen Punkt und erstmal nur ein Gegentor, was sicherlich erstmal regenerierend wirkt. Der FSV Zwickau ging gegen den SV Meppen in der 18. Spielminute durch. Ronny König mit 1:0 in Führung, hält den Kopf hin, steht genau richtig und dann wird er auch dafür belohnt, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Vidovic verschätzte sich da doch relativ katastrophal. Dann in der 30. Minute Toni Wachsmuth mit dem 2:0. Nach einer Ecke kommt er da zum Kopfball. Wird so auf der Linie noch halb abgefälscht, abgewehrt, aber trotzdem am Ende das 2:0 aus dieser Szene. Dann gab es in der 44. auch noch das 3:0. Mike Könnecke, super Abschluss aus der Distanz. Der passt dann perfekt unten rechts rein. Und für die Meppner konnte es jetzt richtig übel enden. Bloß keine richtig heftige Klatsche wie Fortuna Köln zuletzt bekommen. 4:0, Moritz Schröter in der 53. Minute, perfekter Volley. Den Schlusspunkt setzte dann wieder Ronny König, er hatte das Festival hier eröffnet. 68. per Kopf, also Doppelkopfball von Ronny König, machte hier alles klar. Und so gewinnt der FSV Zwickau mit einem dicken Ausrufezeichen gegen Meppen mit 5:0. Ein richtiges Traditionsduell im Wildparkstadion. Der KSC empfing den TSV 1860 München und das klingt doch sicherlich in einigen Ohren nach Bundesliga. Und so stellte sich diese Partie zunächst auch dar. Nico Kerger mit dem Abschluss nach 15 Minuten. Es gab schon durchaus die ein oder andere Möglichkeit, aber es war auch richtig hitzig. Man merkte, dass hier ein bisschen mehr im Spiel lag als einfach nur drei Punkte. Diese Mannschaften verbindet eine lange Tradition in der Bundesliga. Nach 27 Minuten dann auch für den KSC die Möglichkeit, über Lorenz zum Treffer zu kommen, aber da war dann noch einer dazwischen. Weber hielt den Fuß rein. Etwas mehr als eine halbe Stunde gespielt und dann das 1:0 für den KSC. Marvin Poirier in der 32. mit dem 8. Saisontor. Das ist ein klasse Kopfballschütze, der ist in den letzten Wochen richtig gut drauf und machte hier das 1:0. Jetzt auch die Möglichkeit im zweiten Durchgang erstmal für den KSC zu erhöhen. Lorenz per Kopf, aber Hiller ist da und fängt den bei regnerischem Wetter ohne Probleme ab. Keine Stunde gespielt und der KSC wollte trotzdem einen drauflegen. Stiefler und der machte das dann auch. 58. Minute, zweites Saisontor. Der KSC jetzt in doppelter Front, super platziert, ist was anderes, aber trotzdem aus der Distanz ist Hiller da chancenlos. Aber der Gast aus München gab sich nicht auf. Steinhardt mit der Flanke und da ist Bikirolu. Pech in der Situation, dass er den Ball nicht richtig gedrückt bekommt. Das 2:1 wäre in der Szene absolut angebracht gewesen. Doch die Gäste weiterhin jetzt emsig auf dem Weg nach vorne. Mölders auf Kerger, die Flanke auf den zweiten Pfosten und da ist Adriano Grimaldi und machte das 2:1 in der 66. Spielminute. Jetzt war ja noch genug Zeit, hier das 2:2 zu erzielen. Sicherlich wichtig, der TSV 1860 steht ja im Tabellenmittelfeld, da wäre ein Punkt durchaus angebracht. Und sie bekam nochmal die Möglichkeit, Kirin Moll, aber etwas überhastet und damit verschenkte er dann den letzten Torschuss. 2:1 gewinnt am Ende der KSC, sie zitterten sich etwas über die Schlusslinie jetzt, aber unterm Strich geht dieses Resultat dann in Ordnung. Im Fritz-Walter-Stadion war der SV Wien Wiesbaden zu Gast und die Lauterer mussten nach dem 1:4
in Rostock mal wieder etwas zeigen. Stehen ja im Tabellenmittelfeld. Die erste Möglichkeit hatte Jan Löhmannsröben. Nach 3 Spielminuten bereits der erste Abschluss. War gar nicht so verkehrt, trifft ihn aber nicht optimal und dann zwirbelt er sich ein wenig aus dem Tor heraus. Kolke sieht das, muss nicht eingreifen. Und dann kam einmal auch die Vena in der ersten Viertelstunde vors Tor. Schmidt auf Kiere, der bringt auch die Flanke. Gottwald kriegt es nicht geklärt. Und was Manuel Schäffler macht da, das ist perfekt. 9. Saisontor für den Top-Torjäger der Wiesbadener. Fehler von Gottwald und wie Schäffler das ausnutzt, ist auch aller Ehren wert. Nicht zu parieren für den Lauterer Schlussmann. Halbe Stunde noch nicht mal von der Uhr. Es war eine richtig gute Partie. Christoph Hemmlein über die rechte Außenbahn. Thiele mit der Flanke und Löhmannsröben. In der 3. Minute scheiterte er noch. Jetzt machte er sein erstes Saisontor. 28. Spielminute per Kopf konnte der Gastgeber hier ausgleichen. Und das war jetzt auch erstmal verdient. Doch vor der Pause kam nochmal der Gast. Schwadorf mit der Hereingabe und dann Mockenhaupt, der auch per Kopf da ist. War gar nicht so verkehrt, diese Aktion. Ist nicht so leicht zu setzen, kriegt den trotzdem recht gefährlich in Richtung des Gehäuses, aber der geht dann doch recht deutlich drüber hinweg. Der zweite Durchgang war dann nicht mehr sehr spektakulär. Wir sind schon in der 71. Spielminute. Der 1. FC Kaiserslautern muss hier aber die 3 Punkte einfahren. Wen könnte mit diesem Resultat leben? Schad legt den Ball auf Hemmlein, da ist auch der Abschluss. Den hätte er aber vielleicht nochmal gefährlich in die Mitte bringen müssen. So ist es doch zu harmlos. 10 Minuten noch auf der Uhr und jetzt bloß nicht noch den Gegentreffer kassieren. Dann würde das Fritz-Walter-Stadion sicherlich sehr unerfreut nach Hause gehen. Die Zuschauer aus dem Fritz-Walter-Stadion, sei angemerkt. Jules Schwadorf hätte hier der Spielverderber sein können, trifft aber nicht aus spitzem Winkel. Es gab aber nochmal in der Schlussminute die Möglichkeit für Theodor Bergmann zum 2:1. Aber Kolke war da und parierte, hielt damit den Punkt für Wien fest. Und die Gäste können damit, wie gesagt, deutlich besser leben. Der 1. FC Kaiserslautern dümpelt damit weiterhin im Mittelfeld rum. Verliert jetzt dadurch zwar nicht ganz den Anschluss nach oben, trotzdem den Dreier hier hatte man eigentlich schon eingeplant. Preuß Münster gegen Braunschweig im Preußenstadion spielte sich das Ganze ab. Zum Abschluss des 16. Spieltages hatte Eintracht Braunschweig jetzt endlich mal die Pflicht, unter André Schubert das erste Mal zu gewinnen, und es ging gar nicht so verkehrt los. Schulze Niehaus war aber da und konnte erstmal parieren. Christopher Nyman und Philipp Hofmann konnten in der Spitze zusammen spielen. Nach langer Verletzungspause Nyman endlich mal wieder in der Startelf dabei. Doch Preußen Münster ist auch in dieser Saison nicht irgendeine Mannschaft, steht auf dem 2. Tabellenplatz, und so traten sie erstmal nur so halb auf. Rühle ist das nach 28 Minuten. Gefährlich wurde es in der Situation nicht wirklich. Aber vor der Pause nochmal die Gastgeber. Rühle auf Kobylanski und Rufat Dadaschow mit dem 1:0 in der 40. Minute. 8. Saisontor. Super Direktabnahme. Nichts mehr zu halten für Kruse. Der steht doch etwas deplatziert. Genau in der Mitte des Tores. Doch es war noch nicht Halbzeit. Dann nochmal Hofmann mit dem Abschluss. Die Situation noch nicht endgültig geklärt. Putaro bringt den Ball aber schlecht rein. Und Klingenburg brachte den Ball dann aus der Gefahrenzone. Wir springen in den 2. Durchgang. Bulut legte sich den Ball zurecht für den Eckstoß von der rechten Seite. Onur Bulut. Visiert er da irgendwen an? Und zwar, ja, Christopher Nyman. 49. Minute, so kann man sich mit seinem Startelfdebüt in dieser Saison mal wieder zurückmelden. Super platziert dieser Kopfball. Schulze Niehaus ist aus kürzester Distanz hier nicht in die Verantwortung zu nehmen. Und diesen Schwung wollte Eintracht Braunschweig weiter aufs Feld bringen. Wieder Nyman, dann ist es Thorsen, der nur die Latte trifft. Und wenn man auf dem letzten Tabellenrang steht, dann hat man eben auch mal das Pech. Und wenn man Zweiter ist wie Münster, das Glück, das muss das Ding sein. Thorsen trifft aber nur den Querbalken aus kürzester Distanz mal wieder. Ebenso wie der Kopfball von Nyman. Der war aber drin. Auf der anderen Seite dieser Schuss jetzt war nicht drin, weil Kruse keine Probleme hat, den aufzulesen. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Nochmal die Möglichkeit für Braunschweig. Sollten sie den Lucky Punch setzen? Nein, Schulze Niehaus mit der Parade gegen Hofmann. Sie versuchten alles, die Braunschweiger.
sollten aber wieder nicht belohnt werden. Sie warten weiterhin auf den zweiten Saisonsieg. Preußen Münster ist mit dem 1:1 sicherlich auch nicht so richtig zufrieden, aber unter dem Strich geht das in Ordnung. Beide werden damit leben müssen. Preußen Münster kann das angesichts der Tabelle deutlich besser am Ende des Tages. Jo, das war die Prognose zur zweiten und dritten Liga. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Tippt immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video und tschüss.